Und hallo, liebe Puppechen, liebe Freunde, hier ist das Paxisar-Team. So, ich mache mal ein weiteres Video von 7 Days to Die Version 1.0. Natürlich die Expansionsphase. Ich habe hier schon mal. Ja. So, die Quests so ein bisschen weitergemacht. Weil ich mir jetzt so ein bisschen anschauen wollte, was hier Sache ist. Nicht alles ist wirklich sehr viel besser geworden, mit qualitätmäßig, aber auch nicht wirklich schlecht. Letztes Mal haben wir ja gesehen, dass man so eigenen Charakter machen kann. Auswählen kann. Wenn man Y gedrückt hält, wenn man Joystick macht, kann man auch jetzt die Steuerung bedienen. Oh, er hat das Feierabend, der Händler. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich da etwas kaufen kann noch. Aber so lange gebe ich mir halt mal die Zeit abends. Weil ich muss da irgendwie ein bisschen Geld machen. Ich habe ja schon ein bisschen Geld gemacht. Weil ich halt ein bisschen Futter brauche. Erstmal ein bisschen Geld machen und auch ein bisschen Futter kaufen, während man. Ein bisschen Macht. Ein bisschen sortieren hier mal. Speer das. Das kommt nach dann. Boom. Kann ich verkaufen? Ganz wichtig. Kann ich Baumwolle auch verkaufen? Oh mein Gott. Ich bin mal wieder in 7 Days, ey. Das ist echt. Lange, lange her. Ich bin durstig. Ich muss auch gucken, dass ich was zu trinken finde. Oh mein Gott. Das ist alles nicht so leicht, wie man das denkt. Ich weiß nur, letztes Mal habe ich bisher vier Pflanzen auch Geld bekommen. Das ist erstmal das A und O für mich. Wo man auch schön Tee kochen kann. Man sieht, dass ich hier auch ein bisschen bauen muss. So, Baublock. Ja, bisher ist ja schon gar nicht so verkehrt. Super. Also da komme ich schon ein bisschen mit hin.
Oh ja, Lehm kriege ich hier ein bisschen zusammen. Sand und Stein. So. Ich muss ja mal gucken, dass ich noch ein bisschen was sammeln tue und Stein und Holz und Sandwich. Sehr schön. Holzknüppel will ich auch bei mir haben. Taschenlampe kann ich verkaufen und diesen Film behalte ich noch, ne? Stofffetzen. Euer Ernst? Wie geht das Hopfenverkauf? Hilft mir so nicht viel weiter. Was ist jetzt los? Mein gebrochener Knochen wird auch bald wieder besser. Also Sachen finden. Gott noch mal. Sehr schwach, wie ich hier vorankomme. Ach du grüne Neune, da fehlt mir noch Leben.
Ja, und? Ei, da ist doch jemand. So. Ich bin auch überlegen, mir meinen eigenen Server aufzubauen. Was würdet ihr von der Idee halten? Erstmal zum Verkaufen ist das doch besser, oder? Sehr geil. Ja, da komm runter. Hallo Samantha. Hi. Mach gerade ein Video von 7 Days to Die. Das ist die Ach, Experiment. kann Nee, man nee. wieder. Ja, ich weiß nicht, wie das wieder geht. Weißt du, wie das geht? Dann muss ich jetzt mal gucken. Ja, ich wollte das ja versuchen, aber. So, das will ich verkaufen, das will ich verkaufen. Sand brauche ich, glaube ich, auch erstmal nicht. Da versuchen, ob ich da irgendwas von loswerden kann. So. Eine lange, lange, lange Nacht. Ihr seht, dass ich hier schon was bauen kann. Hier, Tür, lose Bretter. Baumwollsamen, Stofffetzen. Armor Crafting Kit, was ist denn das jetzt? Oh mein Gott! Man kann hier anscheinend schon andere Sachen bauen. Tausammler. Eisenrohre und Kunststoff und Klebeband. Sehr nice. Brauche ich nicht viel Klebeband. Erstmal Lagerfeuer. Craften. Verdammt, wie wir ein Klebeband herstellen. Ah ja, Klebeband. Ah ja, gut, dann werde ich herstellen. Mache ich schon mal ein paar Klebeband und dann Eisenrohre. Brauche ich geschmiedet Eisen. So einfach ist das nicht. Oder halt noch Autos kaputt hauen wahrscheinlich.
Fängst du neu an? Hm? Fängst du neu an? Was fange ich noch an? Ja, muss ich ja. Das alte Spiel ist nicht mehr da. Okay. Bestimmt. Das ist die experimentelle Version von 7 Days to Die. Und dann fangen wir halt von vorne an. Weil es ist ganz neu, ist experimentell. Und am 25.07. kommt es offiziell auf PC raus. Und mit Glück sogar auf mit Konsole zusammen. Mit Glück. Eher weniger. Eher wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, ja. Gehe ich von aus. Aber mit Glück hält ja normalerweise eigentlich eher weniger. Und wenn du Glück hast. Ich habe auch schon ein Sandwich gefunden. Wo ist das hin? Habe ich das schon gegessen? Hast du ein Video ein bisschen live? Nee, ich mache eigentlich nur ein Video. Ich muss bald schon wieder ausgehen. So lang ist. Mir fällt jetzt nur ein bisschen an Trinken. Ich warte, bis der Händler aufmacht. Ich kann mich da bin ich auch, weil Fluss trinken darf man ja Nee, nicht. nee, nicht so gern. Ist es eigentlich noch, dass du es vorher kochen musstest? Ja, oder? Ja, also jetzt gibt es den Sammler. Und den Filter musst du dir extra machen, um schmutziges Wasser schon mal zu sammeln. Ich habe das so lange nicht wirklich mit weder auf Xbox noch PC. Ja, Xbox bringt ja auch nichts. Denke mal, dass wir bald zusammen ein bisschen spielen werden, ne? Xbox kommt? Ja. Bis dahin muss meine Xbox aber ich heute wieder angeschlossen haben. Warum? Du kannst auch oben spielen. Im Telefon geht auch. Ja. Wenn wir miteinander reden, sollte man schon. Ja, aber ich meine, das ist ja nicht jetzt so wild. So, liebe Leute, die Nacht ist gleich vorbei. Endlich. Ich bin nämlich einmal gestorben. Nice, oder? Aber ich habe kein Wasser, ey. Triebes Wasser. Was hat's nichts, glaube ich, erstmal. Einfach triebes Wasser trinken. Was Und passiert? dann esse ich jetzt die Suppe noch. Was passiert nochmal, wenn du mit Durchfall, glaube ich, kann ich kriegen. Ich verliere auch immer ein bisschen Leben, aus irgendeinem Grund. Ja. Super. Es ist hell. Der Händler macht jetzt um 6 auf, war richtig, ne? Könnte auch 5 gewesen sein, irgendwie sowas. Das ist schon offen. Anscheinend um 4. Ganz unterschiedlich, ist es wahrscheinlich vielleicht unterschiedlich? Weiß ich nicht, eigentlich nicht. Verbandskassen? Ja, Steht. Krankenwagen. Alles ja. Oh, sehr schön. Das will ich schon mal haben. So, liebe Freunde, damit werde ich mich für diese Nacht verabschieden. Kunststoff nochmal. Das kann ich da nicht verkaufen, eigentlich. Oh. Die Zombies sind echt ein bisschen abgerundet da, würde ich sagen. Sieht ein bisschen besser aus. Die Haare bewegen sich. Du kannst einen Charakter erstellen. Also ein, zwei Sachen, die ich schon positiv gefunden habe. Bücher gelesen. Habe ich gerade nie gehört? Bücher gelesen. Hier kann man jetzt so schöne, schöne Bücher lesen. Geld.
Sehr nice. Eigentlich müsste ich hier rein. Vielleicht finde ich hier noch was zum Verkaufen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht mehr mit aus. Gab es auf dem PC auch Zombie-Tiere? Ja, Hunde. Ne, was war es noch? Bären? Bären. Ne, gibt es da auch. Ja. Den Bären, den du mal alleine weggekauft hast damals. Du hast dich doch wieder erinnert. Ja, wie das war auf der Xbox. Ja. Ich weiß nicht, ob es das auf dem PC auch gab. Ja, klar. Ne, ich weiß es. Normaler Bär und Zombiebär jetzt sogar. Normaler Bär gab es nicht. Zombieberg gab es, glaube Ja. ich, nicht. So die Fokus vergesse ich nicht. Hä? Da waren wir doch in diesem. Da waren wir in diesem gefährlicheren Bereich, in dem Verbrannten, glaube ich. So, liebe Freunde, damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Immer dann denken, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal, wie es hier im Haus weitergeht.